es nicht lächelst, dann kann es durchaus sein, dass dir da vielleicht mal einer auch richtig noch von hinten fährt. Aus dem. Naja, gut, ich will das jetzt irgendwie nicht vertiefen, aber hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Eure Lieblingsgesangslehrerin ist wieder am Start und heute habe ich für euch 5 Getränke, die ihr vermeiden solltet, wenn ihr einen wichtigen Auftritt habt oder wenn ihr gerade auf die Bühne geht oder wenn ihr zum Gesangsunterricht kommt. Und ja, diese 5 Getränke, no, don't do it. Sorry, it's enough for me. Für ein Abonnement würde ich mich wahnsinnig freuen. Natürlich einen Daumen hoch, wenn ihr unten kommentiert. Und ich bin auch auf Instagram zu finden und poste dort regelmäßig Tipps und Tricks rund um Stimme, Musik. Also wir räumen gerade richtig auf meinem Instagram-Kanal auf. Das heißt, schaut doch da auch nochmal rein. Und vorweg, ganz wichtig, weil, ne? Mit Power singen, Mixed Voice lernen oder dich auf dein Casting vorbereiten? Das und vieles mehr findest du in meinen Übungspaketen schon ab 16,99 €. Außerdem Einzel- und Gruppenunterricht als Online-Kurse von zu Hause aus. Werde Teil der zukünftigen Starke Stimme Academy ab 19,99 € und sieh, was dich dort erwartet. Schau vorbei unter tanjalevyvocalstudio.com. Starten wir mal mit Numero Uno. Das sind kalte Getränke, ja. Gerade jetzt zur hamburgerlichen Sommerhitze, das war ein kleiner Spaß. Aber da möchte man doch gerne mal so ein kühles Getränk trinken und denkt, ja, jetzt nochmal was Kühles, Erfrischendes, das ist doch super. Und sorry, it's enough for me. Was wir vermeiden sollten, ist was Kühles zu uns nehmen, was Kühles trinken, weil das kühlt auch so ein bisschen den Muskel runter. Was wir möchten, ist ja, dass der Muskel agil ist, dass wir den benutzen können beim Singen und wir brauchen ihn dafür warm. Kennst du so ein bisschen dieses Gefühl, wenn du jetzt gerade aus dem Regen, aus der Kälte kommst und du bist direkt rein im Gesangsunterricht und musst dich erstmal noch so ein bisschen aufwärmen und locker machen? Das sagen Gesangslehrer nicht aus Spaß, sondern einfach dafür, dass wenn der Muskel steif ist, dann ist er so ein bisschen unbeweglich. Und deswegen schau da mal ganz genau hin. Was Kaltes trinken ist zwar irgendwie erfrischend, aber nicht unbedingt für den Muskel. Der Muskel muss sich stretchen, der muss sich bewegen können und wir wollen ihn deswegen auch aufwärmen. Und nicht zu vergessen, die Stimmbänder sind ja Muskeln. Nummer 2, und das sind säurehaltige Getränke. Da haben wir jetzt halt die ganzen Soda-Getränke, Fanta, Sprite, Cola. Dann haben wir Kaffee auch mit der Säure. Und ich liebe ja meinen Kaffee. Ihr wisst ja, ohne meinen Kaffee geht gar nichts. Aber dann haben wir auch diese Sportgetränke, diese Geosport-Dinger, Orangensaft. Also im Grunde genommen auch, ne? Da muss man ganz genau schauen. Warum sollten wir die nicht trinken? Aufgrund der Säure. Wer zum Beispiel selber einen Acid Hyper Reflux hat oder einen Acid Reflux, das heißt also einen Säureausstoß oder so einen stillen Säureausstoß. Ich habe nämlich beides und war deswegen auch im Krankenhaus. Der weiß, dass das die Stimmbänder extrem irritiert. Das kann die Stimmbänder anschwellen lassen, austrocknen. Aber übrigens gehört auch Alkohol mit dazu. Also Alkohol ist auch etwas, worauf du lieber beim Singen verzichten solltest oder kurz vorm Auftritt. Ich weiß, es gibt manchmal so Sänger, die sagen, ja kurz, jetzt nochmal einen kurzen für die Aufregung. Und klar, bei dem einem kurzen wird eventuell jetzt nichts passieren, aber es trocknet die Stimmbänder einfach hart aus. Und was wir hier wirklich vermeiden wollen, ist, dass die Stimmbänder irritiert angeschwollen sind, dass die Säure hochkommt, ja, und sich dann halt sozusagen über einen längeren Zeitraum durch die Stimmbänder durchfrisst sogar. Und das, also dieses Durchfressen findet vermehrt bei der Magensäure statt, ne? Die wird jetzt nicht sofort beim Alkohol stattfinden oder beim Orangensaft, aber in meinem Fall zum Beispiel, wenn du einen Säureausstoß hast und der Teil deines Lebensbestandteils ist, ne, also Hyper Acid Reflux, dann muss man wirklich damit lernen zu leben. Und da habe ich bestimmt auch ein Jahr gebraucht, Umstellung, Ernährungsumstellung und moderiert gewisse Sachen essen. Also da muss man wirklich ganz vorsichtig sein. Warum ich das jetzt gemacht habe, weiß ich auch nicht. Aber okay, wenn es dem Video hilft, dann ist ja gut. Vielleicht kommen ja jetzt noch mehr Klicks, so 1 Million oder so. Und Nummer 3 ist Milch oder milchhaltige Produkte oder vielleicht auch sogar in dem Fall Schokolade. Das würde ich dir nicht raten, jetzt direkt vom Auftritt dir jetzt nochmal so einen guten Sunday zu gönnen. Ja, natürlich, Milch hat auch, ist auch säurehaltig, aber es ist auch so schleimfördernd, ne? Man hat manchmal das Gefühl, wenn man jetzt Schokolade, also gerade ich
ich versuche nicht Schokolade zu essen, bevor ich singe, weil das so eine Überproduktion von Schleim bei mir kreiert und ich dann so viel Speichel habe. Und ich versuche den dann auszuhusten. Mach es bitte nicht. Ich weiß es natürlich besser. Aber wenn du hustest, dann ist das so, als ob die Stimmbänder jetzt da kollidieren miteinander. Es ist dann halt, also wenn man sich halt räuspert, ne? Es ist dann wirklich besser, es auszuhusten, aber trotzdem kommen die Stimmbänder hier schon ziemlich hart aneinander. Versuch es mal einfach zu Hause und dann spürst du auch dieses und das sind doch, fühlt sich doch anders an. Aber deswegen, wenn ganz viel Milchsäure vorhanden ist, so Schleim vorhanden ist, dann versucht man den halt auszuhusten. Und da würde ich dir echt raten, das nach deinem Auftritt zu machen. Und dann kannst du dir immer noch irgendwie Schokolade reinknallen. Mache ich auch immer ganz gerne. Und ja, auch zum Thema Räuspern, versuch das wirklich zu lassen. Räuspern ist nicht gut für die Stimme. Lieber dann doch einmal aushusten. Es ist dann weniger, ja, sag ich mal, greift weniger die Stimmbänder an. Richtig angreifen ist jetzt auch nett, ne? Aber du weißt, was ich meine. Danke. Ja, als Viertes haben wir, wie jetzt auch schon vorhin erwähnt, den Kaffee. Und der Kaffee entzieht dir ja auch Wasser. Und du weißt ja, dass du für deine Stimmbänder Wasser brauchst. Du musst versuchen, dass du hydrated bist. Wie heißt das auf Deutsch? Hydriert, oder? Ey, ich lebe auch schon viel zu lange im Ausland. Und dadurch, dass ich hier immer so viel Englisch spreche, auch mit meinem Mann, ist es immer wieder dasselbe. Okay. Ja, wie schon vorher erwähnt, der böse, böse Kaffee. Und ihr wisst, ich kann ohne meinen Kaffee gar nicht. Und ich poste so oft auf Instagram, dass ich gerade leckeren Kaffee trinke. Aber Kaffee entzieht ja dem Körper Wasser. Und oftmals haben wir das Gefühl, oh, wir müssen jetzt doch ein bisschen öfter mal auf Toilette, weil es dem Körper eben das Wasser entzieht. Die Stimme muss aber hydriert sein, damit sie wirklich voll funktionstüchtig ist und richtig gut abliefern kann, brauchen wir das Wasser auch. Ansonsten kann es sein, dass wir meistens sehr, dass wir räusperig klingen oder hauchig klingen, weil uns manchmal einfach das Wasser fehlt und dann die Stimme sehr ausgetrocknet ist. Und bei Kaffee ist es halt genau der Effekt, dass die Stimme dort ausgetrocknet wird. Deswegen musst du wirklich schauen, moderierte Menge an Kaffee oder vielleicht auch sogar auf Kaffee verzichten. Früher zu meinen Auftritten bin ich immer nüchtern zum Auftritt gegangen, weil ich wollte wirklich vermeiden, dass ich jetzt irgendwie voll das Gefühl habe, ich bin jetzt voll oder dass ich einen Säureausstoß habe, dass meine Stimme ausgetrocknet ist. Also ich habe wirklich versucht, gar nichts zu essen und einfach nur nach dem Gig richtig schön reinzuhauen. Aber wirklich, da habe ich aufgepasst. Ja, und mit Kaffee lieber dann irgendein Herbal Tea, also lieber einen Tee, aber auch keinen schwarzen Tee und auch vielleicht auch nicht irgendwie Limo-Tee oder Limonadentee oder irgendwas, Zitrustee, aber wirklich vielleicht so ein Pfefferminz, Kamille, also sowas in der Richtung und ja, das würde ich definitiv benutzen. Ja, und last but not least, wie gerade schon eben erwähnt, Alkohol. Alkohol trocknet die Stimmbänder aus und ja, auf trockenen Stimmbändern lässt es sich wirklich nicht gut singen. Aber da ist auch Carbonsäure im Alkohol mit drin und das führt dann doch so ein bisschen dazu, dass man ja ein bisschen gassy wird, wie wir hier immer sagen, sondern dass man halt dieses Gefühl hat, oh, ich muss jetzt pupsen. Und wenn du jetzt gerade auf der Bühne bist und du singst jetzt irgendwie krasse Noten aus und hast das Gefühl, oh, jetzt muss ich aber. Und gerade natürlich bei so einer intensiven Produktion wie Belting, wenn du dann nicht entspannt bist, nicht lächelst, dann kann es durchaus sein, dass dir da vielleicht mal einer auch richtig nach von hinten fährt. Aus dem, naja gut, ich will das jetzt irgendwie nicht vertiefen, aber ich glaube, ich habe schon mal alles durchgehabt, vorm Singen, nach dem Singen. Also, ihr kennt ja in meinen Storytime-Videos, erzähle ich auch immer über diese Patzer, die mir auch passiert sind. Und ja, ich glaube, ohne Kaffee geht gar nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass einige auch zur Nervennahrung greifen, wie Schokolade, trotz dem Schleim. Aber schreibt doch mal in die Kommentare rein, was euch mal so passiert ist oder ja, wo ihr gar nicht drauf verzichten könntet. Und ja, schaut mal jetzt in die nächsten Videos rein und ich sehe euch in meinem nächsten Video. Stay tuned und Hashtag starke Stimme, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag. So, muah.